Wenn das Auto mitten auf einem Bahnübergang stehen bleibt, das wünscht sich keiner. Dogon. Am Samstagmorgen, den 28. Januar 2023, sind in Dogon ein Zug und ein PKW kollidiert. Verletzt wurde niemand. Nach Mitteilung der Polizei war gegen 9.20 Uhr am Bahnübergang in der Eschbacher Straße aus bisher ungeklärter Ursache ein E-Auto auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Die drei Insassen verließen den Wagen rechtzeitig, bevor ein sich Nähernder in der Region mit diesem zusammenstieß. Im Zug, der zum Unfallzeitpunkt mit rund 100 Fahrgästen besetzt war, verletzte sich niemand. Auch die Zugführerin überstand den Zusammenstoß unversehrt. Die Fahrgäste wurden von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst evakuiert und im nahegelegenen Gerätehaus untergebracht, bis für sie eine Weiterfahrt organisiert war. Das Auto, ein Carsharing-Auto der Gemeinde Dogon, wurde komplett zerstört. Insgesamt dürfte laut Polizei ein Sachschaden von rund 65.000 Euro entstanden sein. Neben starken Kräften der Feuerwehr und Rettungsdienst war auch das Technische Hilfswerk sowie die Landes- und die Bundespolizei im Einsatz. Ob die Ursache des Stehenbleibens des Fahrzeugs ein Bedienfehler, technischer Defekt oder gar ein leerer Akku war, ist aktuell noch nicht bekannt. Laut Gemeinde Dogon war das Fahrzeug nur online buchbar. Das E-Auto kann bei Übernahme auch nur mit voller Akkuladung entgegengenommen worden sein, da der Vorgänger seinen Buchungsvorgang auch nur beenden konnte, wenn die Ladesäule am Fahrzeug angeschlossen wurde. Wie lange der Mann, dem das Fahrzeug am Bahnübergang stehen blieb, schon damit gefahren ist nicht bekannt.